Welt rot zählt für Fahrradfahrer dann nicht. So, und damit ein herzliches Willkommen beim Crispy Rider. Ja, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Video. Ich muss leider direkt zu Anfang tanken, weil meine Tankanzeige mich schon seit so 10 Kilometern anmeckert, dass ich tanken muss. Deswegen machen wir das jetzt direkt mal. Und natürlich gehen wir zu Aral, nicht zu Shell, weil die haben ja kein 102. Ja, ich entschuldige mich jetzt schon mal ein bisschen für meine Stimme. Ich denke mal, man hört, dass meine Nase ein bisschen zu ist. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht warum, weil wirklich krank bin ich eigentlich nicht. Aber meine Nase denkt sich die ganze Zeit so, ne, du bist jetzt mal zu. Und dann ändert sich momentan noch nicht. Alter, alte Main 102, 2,10 Euro. Ey, die haben echt alle einen Arsch auf. Na, guck mal, Feuerwehr. So. Der Lenkrad schloss rein. Boah, wie das riecht. Boah. Boah. Ich meine, ich rieche zwar gerade nicht viel, aber das. Ach, geil. Boah, jetzt bin ich schon bei 20 Euro, ihr Leco Mio. Digga, was schluckt der Tank denn? Willst du mich veräppeln? So. Boah, da kann ich 30 auf voll machen. Natürlich geht das nicht genau jetzt. Ach, verdammt. 30 Euro. Für, im Endeffekt, wie weit komme ich damit? 200 Kilometer? Unfassbar. Aber die 1. Auf Karte. 30 Euro? Unfassbar, ne? Ja, deshalb sage ich ja, wo sie die 1 sind. So. Jetzt brauche ich nicht mehr so laut zu reden. Das ist aber mich immer gut. Hallo, willkommen beim ASMR-Vlog. Ja, aber habt ihr gerade gehört, ne? Da war die selbst die Kassiererin erstaunt, dass ich 30 Euro für ein Motorrad bezahlt habe. 30 Euro? 30 Euro ist auch gottlos viel, also so viel habe ich noch nie bezahlt, glaube ich. Aber egal, alles nur das Beste für meine Susi. Komm, fahr mal ein bisschen hier durch Neumühl durch, Richtung Oberhausen. Boah, das ist, die Bremse ist so laut, wenn man ein bisschen fester bremst. Da muss ich mir vielleicht auch mal nachgucken, ob ich da vielleicht einmal die Scheiben oder die Belege wechseln muss, weil eigentlich sind die noch gut, aber das Geräusch ist ja überhaupt nicht normal. Aber tatsächlich, ein Kollege von mir, der hat auch eine GSX 1000 K9 und bei der ist das genauso. Also wenn der ein bisschen stärker bremst, hört die sich genauso an. Deswegen, also, pff, I don't know. Werd grün, los. Boah, Junge, das war ja richtig gut getimt. Ich will nach links abbiegen. Ich will nach rechts abbiegen. Oh mein Gott, da sind wir schon in Oberhausen. Wow. Wow. Crazy. So schnell geht das. Hallo Doggo. Hi. Was ein Feini. Do, 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 do. Boah, jetzt vor die MotoGP-Kurve. Und los, Isle of Man. Ah, gut, warum? Vielleicht die falsche Musik. Kann ich hier nur rechts? Ne, ich kann auch geradeaus, ne? Guck mal, fahr ich mal geradeaus. Weil rechts kommen wir nämlich nach Oberhausen stärkt gerade, das weiß ich. Aber wo wir geradeaus hinkommen, weiß ich nicht. But girl, he's gonna love you somewhere. Ach, im Auto sind die. Ich muss schon sagen, wo kommen die denn? Ich weiß nicht, ob man die auf Aufnahme hört. Ich habe mich gerade echt gefragt, wo kommt das Gebälle denn hier auf einmal? Vor mir in der Scheibe sehe ich den Hund da hängen. Aber ich habe echt keinen Plan, wo ich jetzt gerade bin. Also eigentlich bin ich gar nicht so weit weg, aber ich glaube, ich war ja noch nie. Oh. Geil. Komm, nach links komme ich zur A3, dann folgen wir nochmal den Schildern nach links. Do it again, just to fool you again. Messing with your head, won't you make it, yeah. Jetzt habe ich nicht gecheckt, ob der mir Lichthupe geben wollte oder ob der mir, oder ob der einfach sein Licht selber ausgemacht hat oder so. Vielleicht ist ja irgendwo ein Blitzer oder Polizei, I don't know. Ich fahre mal ein bisschen langsamer. Ja gut, sieht jetzt aber nicht unbedingt nach Polizei aus hier. So, da geht es doch schon auf die A3. Ich glaube, mein Schwein pfeift, ey. Ja, Freunde der Sonne, wisst ihr was? Ich beende damit mal das Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Hab mich sehr gefreut, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Das war mal ein bisschen langweiliger heute, ein bisschen ruhiger. Aber ja, ich hatte trotzdem sehr viel Spaß beim Fahren. Waren zwar jetzt nur 17,5 Kilometer, aber
Im nächsten Video werde ich wieder ein bisschen länger fahren und wieder ein bisschen mehr machen. Dementsprechend hoffe ich, dass du beim nächsten Video auf jeden Fall auch wieder dabei bist. Dementsprechend hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Crispy Rider. Ciao! You and I, I, ride in Harleys in Hawaii, I, I.